Ja, hallo und herzlich willkommen bei Gears of War 4, Beschützer auf Zurückerlangt. Ja, die Map sehr bekannt, vielleicht von einigen Präsentationen. Heute mal wieder in 1080p, 60 FPS, wie das auch so schön sein muss, damit es schön smooth läuft, ne? Na, und das ist so ein bisschen bauernhausmäßig da rechts so, und sie wurden zum Hauptmenü zurückgeleitet. Sehr gut. Nachdem wir in der letzten Folge rausgeflogen sind, bei unserem letzten Kill, ja, ich bin nach, wie nennt sich das nochmal? Boah, mir fällt das Wort gerade nicht ein, ihr wisst ganz genau Bescheid, wenn ich, wenn man etwas später noch, wieder zurück, also nachtragend, genau, jetzt habe ich es. Dauert immer ein bisschen. Ja, ich bin sehr nachtragend, was es angeht, da lag unser letzter Kill auf dem Boden und deswegen haben wir verkackt, als wir rausgeworfen wurden. 9 von 10, letzter lag auf dem Boden, ja, was willst du machen? Ich habe ein bisschen geweint. Ein bisschen viel, wenn ich zugeben muss. Wie ich zugeben muss. Und ja, jetzt sind wir wieder rausgeschmissen worden. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, es liegt nicht an uns. Woran hat's gelegen? Herr Ju, woran hat die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat die Lehen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Es liegt nicht an dir. Es liegt an mir. Ich muss mich jetzt auf meine Karriere konzentrieren, ja, die Standardsprüche halt eben, ne? Ne, keine Ahnung, echt nicht. Also, warum ich jetzt wieder rausgeflogen bin. Ich denke mal, die machen wieder so Serverarbeiten. Ich habe gesehen, gestern zum Beispiel, während die das Titel-Update direkt raus ausgerollt haben, haben die geschrieben, soll es ein paar Server-Unstimmigkeiten gegeben haben bei einigen Spielern. Bei mir übrigens auch. Das wurde aber relativ schnell wieder behoben. Ich hoffe mal, dass es heute ist aber kein Addon, kein Patch rausgerollt worden. So, dann gucken wir jetzt mal. König des Hügels auf Relikt. Wenn es jetzt nicht klappt, Leute, dann weiß ich auch nicht mehr. Oh, sieht gut aus. Also, wenn ich jetzt auch gleich wieder mitten aus dem Game rausgeworfen werde, dann muss ich leider sagen, dann vertagen wir die Runde. Echt jetzt? Den hätte sogar ich gekriegt. Das sagt sich leicht, ne? König des Hügels ist auch eher so ein Metzger-Game, da geht's mal richtig ab. Ja, der hat gerade Spaß, hatte Spaß. Ja, so ist das. Ne? Ich muss glaube ich den Bot. Oh, ich muss glaube ich den Bot zu gucken. Jetzt habe ich hier den Zopfmeister. Mit seinen Stäbchen in den Haaren. Ich weiß nicht, was der da macht. Keine Ahnung, auf jetzt wird's lustig. Jiu-Jitsu-Meister oder Wu-Tang-Clan, weiß ich. Scheiße, ich wollte gerade von der Seite schön angreifen. Das wären ein paar Kills gewesen auf jeden. Wobei man bei der Waffe bestimmt aufpassen muss. Man hätte bestimmt mit 3, 4 Schüssen hat man den down. Und dann ist ja Feierabend. Dann ist das Magazin ja leer. Da muss man, glaube ich, entweder ganz schnell wechseln. Ganz schnell nachladen, weil wenn Kumpels in der Nähe sind, wird direkt wiederbelebt, ne? Normalerweise. Wenn man gute Kumpels hat. Was die Interferenzen am Anfang sollen, weiß ich auch nicht. Ich finde auch schade, dass man hier keinen Ping angezeigt kriegt. Ey, wow. Also was kann ich nicht abweisen, dass er einfach mitten drin leckt. Too easy. Ja, hat mich schon gesehen auf dem Augenwinkel. War kein Problem. Was macht der da? Meiner. Haben sie schon die erste Runde gewonnen, aber ich hoffe, wir kriegen es trotzdem hin. Was? Oh nein, hier was hier. Der Sägemeister, das ist eine gute Position darauf, ey. Übel, übel. Ich hoffe, dass ich jetzt da bin, gewinnen wir diese Runde mal. Zack. Komm zu mir gekrabbelt, Bruder. Ja. Ich muss gerade einnehmen. Drei Stück. Scheiße, nicht mal einen gekriegt, du Wichser, Mann. Da war ich gerade überfordert mit der Lage. Gegen drei ist ja echt schwierig. Drei Leute, die mit der Pumpgun da auf einen zielen. Also da bist du natürlich, ja, schnell weg vom Fenster.
fast gehabt. Mit der Baskel. Ah, die ist wieder da. Jetzt ist das Ding ja woanders. Gegner, Gegner, Gegner. Nein. Stirb! Ja, ich hätte Nachbarn drin. Sehr gut. Da kommen sie. Komm, 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 komm. Oh shit. Kacke! Oh, ich bin gerade ganz schnell weg, ey. Fuck, Mann, wie krass. Egal, ich habe mir ein paar geholt. Wie haben wir denn? 6 Stück. Okay, es ist nicht mehr weit, ja. Wir müssen die Runde gewinnen. Dann läuft das schon. Dann kriegen wir das auf jeden Fall gebacken. Aber ich muss dranbleiben. Ich muss die ganze Zeit straight dranbleiben. Scheiße, komm, komm, komm. Genau, was ich brauche. Genau, was du brauchst, okay. Komm, komm, komm. Nicht mal ein. Ey, Junge, Alter, sowas regt mich richtig auf, ey. Ey, die werfen die Ratten immer so, dass sie mal 8 Leute auf einmal holen, ey. Ich fuck der mal richtig ab. Ja, genau. Ey, da waren 3 Stück, nicht ein einziger ist gestorben. Ja, von den Gegnern hat einen Bogen, glaube ich. So, haben wir natürlich gegeben hier. Guck mal, der ist dann nicht ready. Tschüss. Sehr gut. Oh shit. Scheiße. Also der wieder holt ein. Die Granatenpistole war schon so scheiße, ey. Da kann man sich drüber aufregen. Da kann man sich echt mal abschaffen. Die haben wir. 8, komm. 2 Stups noch. Komm! Alter, so krass ich nicht aus, ey. Ganz ruhig. Ganz normales Level hier. Junge, Alter! Ey, bin ich der Einzige, der da reingeht, oder was? Nein, ich könnte ja sterben. Nein! Schlüpfer an, rein da. Meine Fresse hier. Genau, was ich brauche. Nein, Junge, Alter. Ich schwör's dir, Alter. Da gibt's wieder den Thumbnail vom Kloppo, Alter. Den klatsche ich wieder auf den JD Phoenix drauf. Nein! Und tot. Wow. Was geht? Was geht? Easy boy. Ich dachte, das war's. Ey, das ist immer so ein Safe Kill und der hat verkackt. Das ist für mich. Ich hab einen Bogen. Boah. Scheiße. Nicht gut. Geil. Ja, das kriegen wir. Ach, die waren alle schon da, Alter. Scheiße, ah Mann, ey. Braucht aber hier ein bisschen Practice noch. So, den haben wir. Scheiße! Oh mein Gott. Ah, da ist ja einer! Den hab ich nicht gesehen. So ein Unglück. Vielleicht hab ich jetzt einen Bogen, oder? Ne, der rafft halt nicht. Komm, es sieht momentan noch gut aus. Wir müssen halt nur dran ziehen. Ein paar Nades, wenn jetzt nicht schlecht, auf den Blick dahin. Dabei ist da oben noch am Rasieren schön. Oh shit, tot. Ja, das ist ein schlechter Bogenschütze, das sieht man jetzt schon.
Der muss noch ein bisschen üben. Was haben wir denn für einen? Ja, 63, ja, der muss noch ein bisschen spielen. Also, der kommt natürlich noch nicht an meine Erfahrung ran. So ein Lobop ist hier natürlich zum Frühstück. Ja, jetzt sind die uns noch eben eingeholt, ne? Da kann er sich trotzdem mal eben reinzugehen. Oh, ganz einfach ist das. So einfach geht das, Leute. Ey. Ich weiß ja nicht, was das Problem ist. Der kommt jetzt hier so Wall-Bouncing-mäßig. Boah, keine Chance. Wir nehmen jetzt schon wieder ein. Zack. Wir gehen zu dritt direkt da rein. Das ist das Ding. Meine Leute sind hier am Rumpimmeln. Ey, das ist echt nicht normal. Als wollten die verlieren, ja? Die Pimmel. Das ist für mich. Kann doch nicht wahr sein, die sind schon wieder da. Ey, Wahnsinn. Kacke, daneben. Geil. Haben wir den? Na geil, jetzt sind wir gerade nicht ready. So, tschüss, Kollege. Das schön den Sittich machen hier. Kacke! Und tschüss. Was? Willst du mich verarschen? Ey. Junge, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ganz ehrlich. Jetzt habe ich zwei weggeholt und wieder ist keiner da. Boah, Junge, Alter. Da kannst du doch nur abfangen. Da kannst du doch nur mal steil gehen. Jetzt sind wir am Verlieren. Sauber, Olli. Kommen jetzt alle rein hier. Kommt eine Granate, haut alle weg, das wäre es jetzt noch gewesen, ey. Kann man hier irgendwie hoch? Ah, nee, kann man nicht. Sehr gut. Das war sowas von nötig. Jetzt kommt das nächste. Geh mir aus dem Schussfeld. Genau, auf der anderen Seite natürlich. Müssen wir uns alle darüber schlängeln, ey. Ey, Wahnsinn, die sind alle natürlich schon da. Ey, wie assi ist das, ey? Stirb doch! Nein, das war nicht gut. Nein! Ich hab den da hinten gelockt, jetzt müssen wir das hier mal machen, ja? Den anderen hat er gekriegt. Meine Güte, er rast sich hier schon beim Reden aus. Stolper hier oben wieder mal über mein eigenes Wort. Geht da hier vor. Ich brauch ein bisschen Granaten hier. Nicht Granaten, Munition. Schon voll verwirrt. Genau, was ich brauche. Ich chill mich jetzt hier hinten. Ja, komm, lauf da durch, Junge. Scheiße, war ich nicht konzentriert genug. Ja, wir haben fast gerissen. Komm, wir haben es fast gerissen. Jetzt sind aber wieder so viele da. Jetzt müssen wir ganz schnell da supporten. Ja, einen Konter einlegen hier. Einfach rein, einfach klauen, einfach stehlen. Wahnsinn. Wahnsinn. Sehr gut. Der nächste Trick. Ja, da hast du es wieder. Hat er einfach drei Leute geholt. Mal eben so. Easy aus dem Handgelenk. Aber als nächstes in der Mitte bestimmt. Ne, hier. Oh. Oh. Was? Nein! Fuck! Oh, das müssen wir schaffen. Jetzt Granate von denen wieder, oder? Ne, von uns. Cool. Sehr gut. Jetzt angreifen und einnehmen. Das schaffen wir. Komm, wir müssen das packen. Das ist ein richtig knappes Match. Spannend bis zum geht nicht mehr. Jawohl, jawohl, jawohl. Wir müssen das schaffen. Wir müssen das schaffen. Wir müssen das schaffen.
Jawohl, sehr gut. Jetzt müssen wir noch eine Runde überleben. Ja, diese Runden, dieses Match, das dauert immer ein bisschen länger. Soll aber nicht zum Nachteil sein. So. Der Typ ist aber gar nicht so schlecht, also ist jetzt kein blöder Charakter oder so. Ich habe die Story noch nicht gespielt, ich weiß noch nicht, inwiefern der hier Story relevant ist, was da für ein Typ ist. Das ist hier, scheint mir so ein Dizzy zu sein, so ein ungewöhnlicher Typ eben. Oder außergewöhnlich. Jetzt muss einer Ranga. Was? Was ist denn hier los? Ich sehe schon kommen, wir fliegen gleich wieder raus. Nein! Ja, Verbindung hier, 1A. Was ist denn hier los, ey? Komm, ich will jetzt gewinnen. Ich setze hier so viel Energie rein, ich will halt nicht wieder, dass es ver... Oh, shit! Ja, natürlich, der ODT-Alpha holt natürlich mal alle weg, ein Granatending. Und dann geht natürlich wieder ordentlich Zeit da einzunehmen. Der Buzzkill ist wieder da. Ah, es ist so stressig. Nicht nur stressig, sondern auch erdrückend. Genau, was ich brauche. Nein, frustrierend eher. Komm schon, klauen wir. Nein! Komm, töte den doch, Junge, du bist doch da, jawohl. Was? Nein, ey, das kann nicht wahr sein. Ey, Junge, Alter, sind ja Brazers am gucken nebenbei, oder? Ey, das kann doch nicht wahr sein, ohne Spaß. Ey, da hab ich schön Punkte abgewehrt und keiner sieht's mal ein, um da reinzugehen. Nein, sterben, nein, los nicht, nein! Oh nein! Richtig geil. Boah, geil, die Punkte kriegen wir jetzt noch 2 Punkte. Ich über die kriegen, ja. Haben wir schon 3 Punkte abgedaunert. Scheiße. Komm, ich muss das schaffen. Einnehmen. Los, steh auf, Kollege. Der hat mich nicht gesehen. Was ist denn das hier? Wer schießt mich denn da ab? So, tschüss, Kollege. Mein Ding. Mein Block. Oh shit, da kommen sie schon. Oh, die Motorsäge ist wieder am Anmarsch. Der Kollege ist da auf dem Weg hin. Sehr gut. Ich habe noch ein bisschen unnötige Munition auf. Das ist natürlich auch. Oh shit. Das muss natürlich immer nicht nur. Aber. Die Munition ist natürlich nicht mal nur für mich, sondern auch ein Vorteil, wenn ich die einsammle, kann kein Gegner die einsammeln. Ja, das ist natürlich auch ein großes Ding. Oh shit. Der Odi Alpha wieder. Locker. So, tschüss, Kollege. Träumst du von? Das war sowas von nötig. Aber jetzt haben wir die auch schon wieder überholt. Habe ich wieder ums Überleben gekämpft. Das ist auch so ein Survivor, so eine Art Ninja wahrscheinlich. Wahrscheinlich folgt ihr den Weg des Bushido. Da war ich zu spät dran. Ja, steal mir den einfach. Wo ist das nächste? Da hinten wurde natürlich die Gegner spawnen, natürlich. Ah, unsere Homies sind da. Sorry, ich war nicht schneller, konnte nicht schneller sein. Ich konnte schon schnell sein, ich war zu langsam. Mein Ziel angegeben. Sehr gut. So, haben wir eingenommen? Ja. Wie sieht's aus? Wo sind die Gegner, hm? Wo sind die auf einmal? Plötzlich sehe ich gar nichts von denen. Scheiße. Huh. Bin ich wie
Kacke. Jawohl. Oh, noch einer. Ah, der ODT Alpha wieder. Der ist immer ordentlich am Start. Aber ich habe alles gegeben. Ist ja nicht so, ne? Das hätte ich da die Brazers geguckt. Rauchgranate! Mein Ziel anvisieren! Komm, dann gehen wir. Ich wollte ein bisschen ablenken. Scheiße, tot. Wir gewinnen das auf jeden Fall noch, ey. Ich hänge mich jetzt so rein, ne? Ich werde da reinjumpen, nur um das Ding da zu zerstören. Um den Zirkel zu durchbrechen, ne? Komm, jetzt sind wir wieder alle im Anmarsch. Weg, 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 weg. Scheiße! Immerhin ein bisschen Punkte gegaunert. Ich finde es nicht so schlimm, wenn irgendeiner so ein bisschen Punkte kriegt fürs Einnehmen. Da finde ich es lieber tragen. Oh, man ist schon erst auf dem Weg. Finde ich es lieber schlimmer, wenn das Team gewinnt. Wow, jawoll. So muss das sein. Alle auf Zack hier. Oh shit. Was eingenommen? Zerstört, geil. Kann man dir helfen hier? Wir wollen Punkte haben. Da weiß ich nicht, wo du das gelernt hast. Granatos. Ja, hast du gedacht, ne? Nein, der Wichser hat doch nicht gedacht, er hat es geschafft. Der Pisser, ey. Die waren wahrscheinlich so richtig schön siegesicher. Die richtig schön siegesicher, die haben jetzt verkackt. Okay, ich will noch nicht den Tag vor dem Abend loben. Okay, das hier ist so ein typischer, also es scheint mir ein Anfänger zu sein. Mehr Anfänger als ich. Das packen wir locker. Boah, Junge, ey. Ich hab überhaupt nicht damit gerechnet, dass er jetzt einen aus dem Nebel kommt mit seinem Mulcher. Das ist eine gute MG, ey. Finde ich auch eine coole Sache. Die Waffe vom Boomer heißt Boomshot. Und die Waffe vom Grinder heißt Mulcher. Vielleicht muss man übersetzen. Oh shit, der macht so Wall Grinding, von hinten auch noch. Der hat Support gehabt. Komm, Jungs, rein da, weg damit, jawohl. Das Fleisch muss schön verarbeitet werden. Die Eis ist so schön auf den Packungen gepökelt und zusammengefügt. So muss das sein. So lange, bis sie noch zu Staub zerfallen. Harte Worte hier. Nein, alles easy. Scheiße, ich hab ein Ding ins Lenzer. Wie scheiße ist das denn? Scheiße. Ich hab nicht geachtet. Aber egal, immerhin war ich. Jawohl. Immerhin war ich ein gutes Ablegungsmanöver. Besser als gar nichts. Ja, scheiße. Noch 10 Punkte. Das kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Die 10 Punkte werden wir holen. Komm, komm, komm. Ah, der musste nur warten, ich bin nicht schon reingerollt. Das ist nämlich der Fehler, den man nicht... Boah, 37 Kills, was ist mit dem los, ey? Das ist nämlich ein Fehler, was man, den man nicht machen darf. Sich da immer so rumrollen. Also rollen ist immer schlecht. Bouncen, das ist doch... Ich weiß nicht, ob es Bouncen ist. Wie gesagt, das ist doch schon mal bei der Ultimate Edition angeführt. Mit dem Bouncen und Riden. Ich kenne den Unterschied nicht, dafür bin ich... bin ich halt eben nicht gut genug in der Community da am Start. Ich habe zu wenig Leute, die das spielen, die mir da... was wir erzählen können. Ich habe einen krassen. Das ist sogar einer meiner ersten Freunde meiner Live-Liste. Ich habe mal seit 8 Jahren. Bei GTA 4 damals noch kennengelernt, online. Ja, und der ist jetzt einer, also wenn ich dem zugucke da, wenn ich da sehe, was er für Spielclips macht, also der ist schon echt ein krasser Typ. Und wir haben gewonnen. Das wollen wir natürlich jetzt nicht mal in den Schatten stellen. Die 10 Kills haben wir so gerade so geschafft mit 33, 34, 33 und 10.000 Punkte. Ich will mal gerne wissen, wie viel EP man hier kriegt.
Ich stimme ab für Hafen. Aber Beschützer hätte ich gern gemacht. Okay, alles klar. 32, das ist wenig für so eine krasse Runde. Na egal, ihr wisst Bescheid. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, Peace.